Hey, hey, Dennis hier. Herzlich willkommen zu Bitcoin Info Mancho 654. Heute am 4. Juli, Independence Day in den USA, Unabhängigkeitstag. Ja, die Amis feiern heute und wir haben ganz normalen Donnerstag. Wir sprechen heute über die Kongressabgeordneten in den USA, die einen Projektstopp von Facebook haben wollen. Dann Bitcoin und die Möglichkeit, diesen an Geldautomaten zu kaufen. Und zuletzt sprechen wir nochmal über Kuba und eine mögliche eigene Kryptowährung. Bevor wir mit dem Preis beginnen, heute ein Dankeschön mal wieder an Coinmerce.io, unseren Sponsor. Du kannst über 100 Kryptos per Sofortüberweisung kaufen. Check den Link in der Beschreibung. Gucken wir auf den Preis. Leute, der Bitcoin, der ist wieder richtig nach oben gegangen. Wir stehen bei 11.858. Gestern 1.000 waren wir noch. Knapp unter der 10.900 und mal eben wieder knapp $1.000 nach oben an einem Tag. Ja, $10.000 fühlt sich so vielleicht an wie der neue Boden beim Bitcoin. Ja, was glaubst du, werden wir den Bitcoin nochmal unter 10.000 sehen oder nicht? Oder sind die Zeiten endgültig vorbei, wo es Bitcoin für 4 Stellen zu kaufen gab? Was meinst du? Ich glaube, beides ist möglich, aber letztendlich sieht es danach aus, dass es jetzt doch weiter hochgeht. Gucken wir mal rüber in die USA, Independence Day ist da, aber Mark Zuckerberg hat andere Probleme, nämlich seinen Facebook-Coin und der steht nämlich weiterhin unter Beschuss. Es gibt jetzt einen öffentlichen Brief von 5 US-Demokraten, die halt ihn auffordern, Libra und das Projekt auf Eis zu legen. Und das ist etwas, was mehr oder weniger eigentlich zu erwarten war. Es ist jetzt schon relativ, ich denke, jede Menge Entwicklungsarbeit da reingeflossen. Wie weit Facebook da ist, das weiß man nicht. Aber wenn man sich die ganzen Partnerunternehmen anguckt, unter dem Dach der Libra Association, wer da alles dabei ist, Mastercard, PayPal, Visa, Uber, Spotify und. Ja, da sind wirklich viele namhafte Unternehmen dabei. Und Kritiker werfen diesem Tech-Giganten Facebook immer wieder einen leichtfertigen Umgang mit den Daten der mehr als 2 Milliarden Nutzern vor. Ja, zu Recht auch. Ja, es gab ja immer wieder Hacks und Leaks. Und auch Libra musste sich jetzt einiger Kritik aussetzen. Und jetzt gibt es diesen öffentlichen Brief vom 2. Juli. Und die haben sich letztendlich, ich sag mal, gerade in netten Worten Facebook dazu aufgefordert, das Libra-Projekt auf Eis zu legen. Ja, und das ist ein schöner Vergleich. Es ist ein eindeutiges Zeichen, dass der Staat einfach komplett hinterherhängt. Ja, große Tech-Konzerne, die entwickeln sich schneller, viel schneller als die Regulierung, stehen, gehen an der staatlichen Kontrolle oft vorbei. Und die haben einfach gar nicht das nötige Know-how, das wirklich zu beurteilen. Guckt euch mal die Befragungen von Mark Zuckerberg an, die im US-Kongress beim letzten Mal durchgeführt wurden. Also da sträuben sich einem die Haare. Aber es scheint so, der Staat steht einfach so ein bisschen am Spielrand, mahnend, und muss darauf hoffen, dass seine Stimme erhört wird. Und sie schreiben da in dem Brief, es sieht so aus, als ob Facebook ein neues globales Finanzsystem konstruiert und in direkter Konkurrenz zum US-Dollar und der US-Geldpolitik steht. Yo, ihr habt es richtig erkannt, Und das ist natürlich eine ganz, ganz große Besorgnis. Die USA ist die Weltreservewährung und es scheint, sie fangen langsam an, Kryptowährungen ernst zu nehmen. Es gibt natürlich relativ wenig Infos, wie genau Libra dann letztendlich eingesetzt wird, welchen Use Cases sich alles daraus ergeben. Aber Fakt ist, dass die Amerikaner wirklich Angst haben, dass sie diesen Status verlieren und diese Kryptowährung von Facebook, wenn man es Kryptowährung nennen will, die Finanzstabilität gefährden könnte. Bisher haben ja alle Studien ergeben, dass Bitcoin und Co. keine Gefahr fürs Finanzsystem darstellen. Bei Facebook scheint das wohl anders zu sein. Ja, man muss sich vorstellen, 2 Milliarden Nutzer nutzen auf einmal eine neue Kryptowährung. Das ist definitiv eine Gefahr. Und
Sie gilt es jetzt einzudämmen, laut den US-Politikern. Ich kann mir gut vorstellen, dass es sich, dass das erst der Anfang ist von den ganzen Hürden, die sich Facebook noch stellen muss. Und ja, mal gucken, wie es da weitergeht, ob Facebook wirklich darauf reagiert. Die haben ja schon mal jetzt Strafzahlungen leisten müssen bezüglich dem Datenleak, ich glaube, waren 5 Milliarden Dollar. Und ja, jetzt die wollen die hier letztendlich eine Anhörung, wollen Facebook dazu ermahnen, erstmal hier ein bisschen Piano zu machen, um zu gucken, wie man das alles regulieren kann, welche Chancen, Risiken es da gibt, welche Lösungen man in der Gesetzgebung erarbeiten kann. Ja, auf jeden Fall bleibt es hier extrem spannend und ja, es scheint wirklich so, dass wir in wenigen Jahren endlich diese Trennung erleben von Geld und Staat. Ja, ich glaube, das ist nur noch eine Frage der Zeit und Facebook hier prescht da mit großen Schritten voran. Und letztendlich kann es nur eins bedeuten, das ist gut für die Kryptos, vor allem voran der Bitcoin, weil da kann niemand einen Brief an den CEO schreiben, denn es gibt keinen. Der Vorteil von dezentralen Coins. So, gucken wir rüber nach Kanada. Die kanadische Börse Coinsquare hat jetzt eine Software gekauft, womit man auf traditionellen Geldautomaten Kryptowährungen wie Bitcoin verkaufen kann. So geht es aus einer Pressemitteilung hervor. Und die haben investiert in die Firma Just Cash, ein US-Fintech-Startup, das diese Software entwickelt hat. Das heißt, jeder Geldautomat kann zu einem Krypto-Exchange werden, wo man halt ja, mit Bargeld oder mit seinem Konto dann diese Kryptos kaufen kann. Das ist natürlich eine ganz spannende Entwicklung, wenn wir uns mal angucken, wie viele Bitcoin-ATMs es gibt. Das sind ein bisschen mehr als 5000 weltweit, das ist nichts, ja, wenn man das mit der Anzahl der traditionellen Automaten vergleicht. Und der Coinsquare-CEO Cole Diamond, er sagt auch, das ist ein weiterer Schritt in die richtige Richtung und das Ziel des Unternehmens ist es, Krypto in den Mainstream zu bringen und endlich die Massen zu erreichen. Wie viele Geldautomaten Coinsquare jetzt mit dem Upgrade ausstatten will, das kann man noch nicht sagen, aber diese Funktion ist möglich für Millionen von Geldautomaten auf der ganzen Welt. Und ich glaube, das könnte dann, ja, wenn das soweit ist, sehr, sehr interessant werden. Wir bleiben drüben auf der anderen Seite vom großen Teich, nämlich diesmal in Kuba. Ja, das ist ja gerade das gewählte Exil von John McAfee und Kuba will nun ebenfalls Kryptowährungen erforschen. Ob das ja ein bisschen da zusammenhängt, dass John McAfee da ist, ja, wer weiß das schon. Aber Kuba hat natürlich auch große Probleme mit den Sanktionen der USA seit vielen, vielen Jahren. Und die Regierung, der kubanische Präsident Miguel Díaz-Canel hat jetzt in der Fernsehansprache die möglichen Kryptopläne angekündigt, die heimische Wirtschaft stärken soll. Ja, ein Viertel der Bevölkerung soll direkt von den Maßnahmen profitieren und ja, Kuba ist natürlich jetzt auch ein bisschen, ich sag mal, ein bisschen schlechter dran aufgrund der Krise in Venezuela. Venezuela ja ein Verbündeter, ein enger Verbündeter und Handelspartner und ja, der Wirtschaftsminister aus Kuba sagt, wir wollen die Nutzung von Kryptowährungen für unsere nationalen und internationalen Kapitalströme erforschen und arbeiten deshalb eng mit der Wissenschaft zusammen. Ich würde mal sagen, es gibt da nicht so viel zu erforschen. Nutzt doch einfach eine vorhandene Kryptowährung, ja, ein Coin wie Bitcoin, ja, da habt ihr direkt schon mal einen großen Vorteil. Und ja, das scheint die Runde zu machen, neben im Iran, der eine eigene Kryptowährung entwickeln will, neben dem Petro in Venezuela. Ja, da hat man es eigentlich ganz gut gesehen, dass so eine staatliche Kryptowährung ja eher wirkungslos ist. Man hört nicht so viel davon. Ich glaube, da hat Venezuela ein bisschen aufs falsche Pferd gesetzt. Aber das war ein guter Testcase meiner Meinung nach. Und ja, es wird wahrscheinlich auch in Kuba früher oder später immer kryptofreundlicher werden. Ob sie jetzt was Eigenes entwickeln oder was Bestehendes nehmen, das bleibt abzuwarten. Auf jeden Fall ist das eine Möglichkeit, Sanktionen zu umgehen, die Wirtschaft voranzubringen. Und ja, mal gucken, wie es sich letztendlich hier auswirkt. Zum Schluss gehen wir auf Marktbestimmer 334 Milliarden Marktkapitalisierung, Trading Volumen 83 Milliarden, Bitcoin Dominance steigt weiter, 63,1%, der Bitcoin leuchtet grün, Ethereum ist leicht im Plus, ja, sonst die Coins in den Top 10, Top 20 sind nur leicht im Plus, einige leicht im Minus, also nicht so viel Bewegung drin in den Top 10. Top-Gewinner zu gestern ist Crypto.com mit 20%, Kurs Plus nicht schlecht, Energy mit 20% auch
Ja, relativ hoch. Top-Verlierer dagegen ist Ren und Dent mit knapp über 11%. Also auch für die Trader wieder einiges dabei. Und ja, damit sind wir schon wieder durch mit den News. Du weißt, was zu tun ist. Lass mir ein Like da, ein Thumbs up, wenn es dir gefallen hat. Und wir sehen uns am Morgen wieder in alter Frische. Bis dahin, wie immer, macht's gut, schwenkt den Hut. The zweite Force of Evil, Bitcoin and Cryptocurrency we trust. Bye! Give us a